Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung, heute wieder zu Let's Play Armored Warfare. Und heute sehen wir diesen Panzer vor uns, den M1128 MGS. Dieses Monster oder die Monsterkanone auf Rädern, so kann man es ja schon sagen, zu diesem Jagdpanzer mit seiner, hier in dem Fall, Gitter- und Zusatzpanzerung. Das ist einfach so eine Stärke nach wie vor, die Armored Warfare hat, dass man sofort sieht, okay, da wird was verändert. Ich zeige euch das nochmal hier, zack, so schaut er normal aus. Und wenn man natürlich dann eben diese Gitterzusatzpanzerung hat, dann wirkt er da deutlich aggressiver. Genug zur Optik, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber auch nochmal die Details an. Ein Jagdpanzer der USA und die Geschichte besagt Folgendes. Dieses in den Vereinigten Staaten entwickelte gepanzerte Kampffahrzeug wurde als Alternative zum kanadischen LAV-3 gebaut. Entwickelt mit der Prämisse, dass zukünftige Kampfhandlungen mit einer niedrigen Intensität sein würden, trat der M1128 Stryker MGS seinen Dienst bei der US Army 2007 in einer Stückzahl von 142 Einheiten an. Momentan ruht die Produktion und das Fahrzeug wird auf seine Eignung als aus der Luft abwerfbarer Kandidat für Luftlandetruppen getestet. Seinen einzigen Kampfeinsatz absolvierte das Fahrzeug in Westasien. Ja, ist beeindruckend und aus der Luft abwerfbar. Macht er natürlich bestimmt auch, würde er hier auch viel Spaß machen. Schaden 554 mit einem Durchschlag von 588, Schaden pro Minute bei fast 7000, das ist sehr ordentlich. Trefferpunkte 1660, aber keine Panzerung, also lasst euch gefühlt damit gar nicht treffen. Höchstgeschwindigkeit 99 km/h, sehr ordentlich Tarnung und Zielerfassung, naja, minus 6 bzw. minus 10 Grad. Ich würde sagen, genug der Theorie, ich habe ihn so gut als möglich ausgerüstet, das haben wir ja schon gesehen, also da ist in seiner Elite-Ausführung besser geht nicht. Nur die Retrofits, die lasse ich ja außen vor, aufgrund von Kostenersparnis. Also, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den an und gucken, wie er so performt. Ja, die Operation Saphir. Verbündete in dem Gebiet beklagen Munitionsmangel. Die ANP hat eine unweit gelegene Waffenfabrik eingenommen, erobert sie zurück, damit wir wieder aufrüsten können. Ich glaube, die Mission hatten wir erst vor einer ganz kurzen Zeit, also von dem her sollten wir uns doch hoffentlich hier hervortun können. Eine Sache, wir haben eine Arti, dementsprechend sollte ich jetzt hier nicht wieder so schnell Richtung Front bzw. einfach ein bisschen einbremsen. Besonders auch natürlich mit den Runflats muss ich mich immer erst so ein bisschen eingrooven, weil es halt doch nochmal spielerisch anders ist, als man es halt sonst gewohnt ist. So, da schießt schon der erste Böse auf mich. Musste echt aufpassen, gerade M1 Abrams, der hat einiges an Hitpoints. Komm nicht runter, jetzt aber. Bisschen wir es aufdecken können hier. Aber ich darf eben nicht der sein, der hier die Frontsau macht. Man sieht auch gleich, die Hits, die tun schon weh. Egal wie. Ah, der erste war nix. Der zweite sollte passen. Ja, genau. Der Terminator, der zeigt mir schön die Seite bzw. sein Heck. Jetzt muss ich nur aufpassen. Guck mich nicht so böse an. Weil auch die Schüsse. Jetzt nehme ich erstmal den Abrams seitlich. Aber jetzt hatte mich der auch entdeckt. So, der ist zerstört. Und wie, man sieht einfach, wie schnell meine Hitpoints hier fallen. Das geht einfach unglaublich schnell. Also das ist einfach... Wow, Arti, Arti. Gott sei Dank, ey. Nicht zu schlimm gewesen, der Treffer. Man verliert einfach mit dem so schnell seine Hitpoints. Das ist nicht feierlich. Da muss man wirklich aufpassen. Aber die Panzerung, beziehungsweise die Panzerung, Panzerung ist Quatsch. Die Geschwindigkeit, die ist absolut ordentlich. Komme ich hier nicht drauf auf die Arti?
Die, ach nee, die bringt mir nichts gerade. Hab nur mal geguckt. Nicht, dass ich einen Quatsch sage, aber damit werde ich natürlich im Stand Gibt große weniger Waffenlager leicht in Nähe aufgehen. dieser Gegend? Wenn ihr euch daran macht, diese Waffenlager zu zerstören, wird das für die Einheit einen Schöne ernsthaften Geschwindigkeit, Rückschlag bedeuten. Fluggeschwindigkeit der Granaten. So, den konnte ich zerstören. Und ja, der Challenger dreht gut für mich rein und dass ich da ordentlich drauf schießen kann. So. Und ich fahre mal dem LRV da jetzt gerade einfach mal nach. Weil wir brauchen auch noch die weiteren Aufträge. Die sollten wir uns auch noch ganz klar holen. Das mache ich jetzt einfach mal. Hier unten zumindest. Identifizieren. Oh, Abrams. Gun depression, Gun depression. Also Abrams hat geschossen. Den Warrior, auf den muss ich auch noch aufpassen, also dafür, dass ich hier keine Panzerung habe, so gefühlt. Oder was heißt gefühlt? Dafür, dass ich keine habe. Ah, ich verschieße. Selbst der Warrior kommt halt einfach durch. So, zerstört. So. Hey, der Schaden ist ordentlich. Da gibt es gar nichts zu mäkeln. Also Schaden kann er. Aber wie gesagt, Panzerung halt absolut gar nicht. Aber ich denke, die Runde uns unterm Strich sollte gut laufen. Die sehe ich recht solide. Dort ist die Fabrik. Erobert und Man haltet kann die hier jetzt feindliche sehr schön Truppen auf. wirken. Kann die Kanone also gut ins Spiel bringen, so wie sie es gehört. Mach auch die Killshots. Wir haben uns ordentlich erwischt. Wow, 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 Jungis. Macht's da euch nicht. Hab was abgekriegt. Wow. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen Piano spielen. So, der ging noch schnell raus. 29 Hitpoints. Ich will jetzt meinen Reparaturset aber nicht nutzen. Brauche jetzt meine Jungs da so ein bisschen. Weil ich habe kaum mehr Hitpoints. Ziel identifizieren. Und draufgehen will ich eigentlich nicht. So, ich fahre noch mal so ein Stück weit vor. Weil Schaden würde ich ja schon noch gern machen. Zumindest so ein bisschen. Auch wenn hier das Ding. What do you want? I was dead. Hell? No, no. Was? Wer ist Die tot? Waffenlager der ANP wurden zerstört. Jetzt beeilt euch und erobert die Fabrik. So, auf die Arte komme ich nicht. Die dann schon eher. Aber jetzt ist er weg. Oh, ist das alles eng hier mit den Hitpoints. Oh, ohne Spaß. Identifizieren.
So, ich mach mal die Unterdrückung an. Nein. Oh Gott, ich bin offen. Ich zieh mich zurück, ich zieh mich zurück, ich zieh mich zurück. Ist ja gut, ist ja gut. Oh Gott, ist das alles eng. Satter Treffer. Bin ja jetzt mittlerweile am Heat schießen. Nee, so nicht. Oh, wo stehst du denn dahinter, mein Freund? Noch zwei HE-Granaten. So, meine letzte. Nachladen will ich eigentlich auch nicht. Ich finde das viel. Das ist jetzt viel zu teuer dafür, was es. Ich krieg die Kanone nicht hoch. So, das war's. Ich fahr jetzt in Cap. Ich bin raus, Bitches. Identifizieren. Boah, ist das denn ernst? Okay, jetzt muss ich doch nochmal neu laden. Ich dachte, das kann ich mir sparen, aber in Anbetracht dessen, was da nochmal kommt und ist. Aber ich muss hier nochmal ein bisschen anders fahren. Wir haben uns ordentlich erwischt. Da, das wird jetzt intensiver als ansatzweise geplant. So, da hat er Gott sei Dank verschossen. Was eine Runde. Ist, glaube ich, eine der intensivsten PvE-Runden, die ich jemals gespielt habe. Weil ich weiß auch nicht warum, aber das ist deutlich happiger. Und am liebsten würde ich jetzt einfach Cappen fahren. Auf den Abrams komme ich einfach nicht drauf. Und ich fahre jetzt einfach meinen Cap. Schau mal, ob da noch mal Gegner aufgehen. Weil hier die Mission will ich jetzt auf jeden Fall mal nicht mehr verkacken. Aber irgendwie gesagt, das hat jetzt alles gefühlt viel mehr Intensität gehabt als jemals eine Mission zuvor und war auch wirklich jetzt nicht so leicht. Also, ich weiß, ja gut, der eine LRV, der hatte natürlich auch da irgendwie so ein Problem, seine HP herzuschenken. Und die Art, die sagt, no cap, ist mir aber eigentlich vollkommen schnurz. Weil ich will ja die Mission auch noch, beziehungsweise die Mission schaffen und will es hier nicht verkacken. Aber das war jetzt Gott sei Dank der letzte und damit haben wir die Mission geschafft. Und also da muss ich sagen, da war ich sehr fleißig und ich hoffe mal mindestens auf den zweiten Platz. Vielleicht sogar Numero Uno, aber das sehen wir jetzt natürlich gleich. Wie gesagt, ärgerlich, dass ich da mein Set hernehmen musste, aber ich wüsste gar nicht, wie es anders gegangen wäre. Mehr Munition habe ich halt damit einfach nicht. 50 Stück, das ist Max. Und jetzt schauen wir mal, was das Endtableau so spricht. Ja, also der Blue Star, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht 22.000 Schaden gemacht, 9.000 fast erspäht. Also da war ich sehr fleißig und sieht man hier auch nochmal ganz gut vom Schaden her. Weiten Abstand, der LRV hier, der hat zwar auch einen guten Schaden gemacht, hat aber nur gesniped, dementsprechend kein Spotting oder sonstiges, deswegen auch so schlecht verhältnismäßig. Also da habe ich mich schon ganz ordentlich verkauft und dementsprechend gab es auch 105.000
raus. Ja, das war's dann für heute mit Armored Warfare. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Mir war sie ein bisschen zu spannend. Ich hoffe, man hat es nicht so stark gemerkt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.